Das politische Tagesgespräch heute mit Jakob Lasl. Grüße Sie ganz herzlich in Kiel. Moin. Moin, moin. Ja, gehen Sie hin nach Berlin oder machen Sie es in Kiel heute? Ich streike heute in Kiel. Ja, das heißt, in Kiel ist auch was los, aber weniger als sonst, oder? Och, das wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall wird es heute in Kiel auf Rädern losgehen. Und natürlich wird es weniger sein. Wir haben hohe Hygieneauflagen, an die wir uns auch auf jeden Fall halten. Und natürlich werden das nicht die Massen wie sonst sein. Aber ich bin erstmal sehr froh, dass wir das Fridays for Future wieder streikt. Und ja. Wie sehr kann man, würden Sie sagen, einschätzen, hat die Corona-Krise diese Bewegung Fridays for Future, da geht es ja um Klima, da geht es ja nicht um irgendwelche anderen Dinge, die Ihnen irgendwie im Kopf rumschwirren, zurückgeworfen? Ich glaube, dass diese Bewegung nach wie vor stark ist und dass immer noch extrem viele Leute da mitorganisieren und extrem viele Leute sich da Tag für Tag engagieren. Das Problem ist eher, dass wir unsere Stärke nicht mehr so zeigen können. Und die Klimabewegung ist aber stark wie nie. Warum können Sie die nicht mehr so zeigen? Naja, Fridays for Future darf mit weniger Leuten auf die Straßen gehen. Und Fridays for Future ist natürlich deswegen auch nicht mehr im öffentlichen Raum präsent, nicht mehr in den Räumen, die außerhalb der Blase sind. Ja, also Sie wollen ja oder Sie haben ja diese Fridays for Future quasi verlassen. Also Sie sprechen nicht mehr für diese Initiative. Sie haben sich einen neuen Weg gesucht. Sie sind so ein bisschen in die Politik reingeschlittert und haben sich da jetzt irgendwie festgesetzt und sagen, Sie wollen in den Bundestag und wollen dafür kandidieren. Reicht Ihnen die Straße nicht mehr, diese Freitagsdemonstrationen? Nein, also das, was auf der Straße passiert, das läuft richtig, richtig gut. Und ich bin richtig froh, dass heute wieder so viele Menschen auf die Straße gehen wollen. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir gesellschaftliche Mehrheiten für Klimaschutz weiterhin erhalten und ausbauen. Aber wo es richtig schief läuft, das sind die Parlamente. Da werden nämlich die Entscheidungen und die gesellschaftlichen Stimmungen gerade gar nicht umgesetzt. Und wir haben die Mehrheiten für Klimaschutz, wir haben die Mehrheiten für einen schnellen Kohleausstieg und für so viele andere Sachen. Und jetzt braucht es radikale KlimaaktivistInnen, die das nicht nur auf der Straße fordern, sondern auch im Parlament umsetzen wollen. Und Sie wollen gleich ganz oben einsteigen im Bundestag. Haben Sie gute Aussichten für die Grünen, habe ich gelesen, richtig? Ja, also das ist eine Entscheidung der Grünen in Schleswig-Holstein und die treffen die Delegierten am Parteitag Ende Oktober. Wie gut die Aussichten sind, wird sich dann zeigen. Ich stelle mich auf jeden Fall zur Verfügung und ich glaube, dass wir ziemlich viel verändern können, wenn wir eben diesen Druck auf der Straße auch ins Parlament tragen. Also Sie wissen ja, im Parlament ist es auch nicht so ganz einfach. Da ist es vielleicht noch weniger einfach als auf der Straße, weil auf der Straße kann jeder sagen, was er will. Im Parlament muss man immer Kompromisse schließen, das haben Sie schon mitgekriegt. Und dann ist die Frage, wenn Sie so ein Klimaaktivist sind, zu wie vielen Kompromissen sind Sie denn bereit in die eine und in die andere Richtung? Ja, nicht nur auf der Straße, sondern auch im Parlament kann auch jeder sagen, was er will. Da bin ich sehr froh drüber, über das freie Mandat. Und natürlich werde ich auch weiterhin sagen, was ich denke. Aber am Ende muss ich mich natürlich mit den anderen Parlamentariern einigen, sollte das klappen. Und das ist mir durchaus bewusst. Und wir müssen Kompromisse schließen auf dem Weg, wie wir Klimaschutz betreiben, aber nicht ob und wie sehr wir Klimaschutz betreiben. Wir müssen das Pariser Klimaabkommen umsetzen. Und das ist die Entscheidungsgrundlage des Pariser Klimaabkommen hat auch die Union unterschrieben. Und auf dieser Grundlage können wir dann irgendwo Kompromisse schließen. Machen wir eher Onshore- oder Offshore-Windkraft? Sparen wir eher an der Tierhaltung oder eher am Autoverkehr? Aber letztendlich werden die Entscheidungen dort getroffen und deswegen müssen wir da mitwirken. Deswegen müssen da AktivistInnen auch mitwirken. Anders können wir diese Klimakrise nicht aufhalten. Ja, und dann kriegen Sie, wenn Sie da an einem Kompromiss mitgewirkt haben und am Ende mit Ihrem Namen dafür auch stehen und Ihre Person dann irgendwie einen bösen Brief von Greta, oder? Ja, von Greta wahrscheinlich nicht, aber natürlich werden mir AktivistInnen auf die Finger schauen. Mir werden aber auch andere Leute, die vielleicht weniger radikal sind, auf die Finger schauen. Natürlich setze ich mich da einer nicht gemütlichen Situation aus. Und das ist mir klar, dass das Entspanntere wäre weiterhin auf der Straße nur die Forderungen zu sagen, anstatt wie ich es umsetzen möchte. Aber ich glaube nicht, dass wir Zeit haben für diesen gemütlichen Weg. Wir können nicht abwarten, bis wir die alteingesessenen PolitikerInnen im Parlament Stück für Stück bewegt haben. Wir müssen jetzt handeln und wir müssen jetzt verändern, wie und für wen Politik gemacht wird. Und
da müssen auch Aktivistinnen dran mitwirken. Ja, also Sie sprechen ja jetzt nicht mehr als Sprecher oder als große Aktivistin in der ersten Reihe für Fridays for Future. Jetzt ist die Frage, haben sich Ihre Ansichten auch ein bisschen geändert? Unterscheiden die sich ein bisschen oder werden Sie konkreter? Oder denken Sie schon in den großen Blasen der Politik? Meine Ansichten haben sich wenig geändert. Ich bin mehr herausgefordert, meine Ansichten auszuformulieren. Also zum Beispiel sagt Fridays for Future ganz klar, dass wir einen CO2-Preis von 180 Euro anstreben, weil das den realen Kosten einer Tonne CO2 entspricht. Und meine Aufgabe ist es jetzt mehr zu sagen, mit welchem Preis wir einsteigen wollen, weil natürlich steigt man nicht mit diesen 180 Euro ein. Und das ist was Fridays for Future zum Beispiel nie ausformuliert, weil Fridays for Future dafür auch eine zu diverse Bewegung ist. Aber das ist was, wo es dann letztendlich mein Job ist, sowas jetzt auch auszuformulieren. So, jetzt wollen wir mal richtig politisch werden, weil es könnte dann auf Sie zukommen. In welcher politischen Konstellation könnten Sie sich denn vorstellen, also ich meine jetzt Koalition, dass Ihre Gedanken und Ihre Sorgen und das, was Sie vorhaben, ja auch ihre Ansichten am besten umgesetzt werden? Naja, also die Mehrheiten für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens haben wir am ehesten mit Grün-Rot-Rot. Und das funktioniert mit SPD und Linken natürlich am besten. Aber wir müssen halt schauen, was am Ende bei dieser Wahl rauskommt. Und mit Schwarz-Grün nicht? Damit wird es enger und schwieriger. Echt? Gut, warten wir es mal ab. Also wir werden es erleben. Also von daher, zum Schluss noch kurz die Frage, wenn Sie da selbst einziehen in den Bundestag, wenn das alles so schön durchgeht, was raten Sie dann Ihren, ja, sagen wir mal, ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden von Fridays for Future für die Zukunft? Ich glaube, die wissen genau, was jetzt ansteht und ich traue das allen Kolleginnen und Kollegen von Fridays for Future zu, das selber zu sehen. Das war jetzt diplomatisch, haben Sie schon gut drauf. Und dann wünsche ich jetzt erstmal einen schönen Tag auf Fridays for Future und dann eine gute Zukunft. Danke, Jakob Lasel. Danke nach Kiel.